Hallo, heute gibt es meinen Monatsrückblick August. Das erste Buch, das ich beendet hatte, war Der Gott der kleinen Dinge von Arundhati Roy. Das spielt in Indien. Das ist eine Familiengeschichte, die uns hauptsächlich durch die Zwillinge Rahel und Esther erzählt wird. Es gibt in dieser Geschichte zwei Zeitebenen. Zum einen die Gegenwart in den 90er Jahren. Die Zwillinge sind zu dem Zeitpunkt Anfang, Mitte 30 und es beginnt damit, dass Rahel nach vielen Jahren nach Indien zurückkehrt. Dabei erfahren wir, wie die Familienmitglieder nun leben, denn durch die zweite Zeitebene wird die Vergangenheit beleuchtet, die Familiengeschichte, und man ahnt schon sehr schnell, dass sich seinerzeit ein großes Unglück ereignet hat. Ende der 60er Jahre, als die Zwillinge, ich glaube, 7 Jahre alt waren. Ich möchte nicht zu viel verraten, deswegen sage ich nur, dass die Familie zerbrach wegen der traditionellen Gesellschaftsstruktur in Indien. Roy hat in dieser Familiengeschichte sehr gut die politische und soziale Situation Indiens eingearbeitet, vor allem der 60er Jahre. Und so spielt natürlich das Kastensystem beispielsweise eine Rolle, religiöse Spannungen. Es geht auch um die Ungleichheit von Frauen und Männern. Und sie zeigt auch auf, welche Nachteile es hat, wenn ein Land sich bemüht, sich für den Tourismus attraktiver zu machen, wie die Kultur dafür verändert wird, auch bewusst abgewandelt wird dafür. Es fließen natürlich noch eine ganze Reihe anderer Dinge mit ein in dieser Geschichte. Was mir in diesem Buch sehr gut gefiel, war, dass Roy hier ein so gutes Gleichgewicht gefunden hat. Es ist eine traurige, tragische Geschichte, die sich in ihrer Gesamtheit auch erst mit der Zeit offenbart. Es gibt also auch einen sehr guten Spannungsbogen. Und dazwischen gibt es immer wieder eine wunderschöne Leichtigkeit, eine bezaubernde Betrachtung der kleinen Dinge neben all den großen Dingen, die einen innehalten lassen oder die einfach schön sind. Sie schreibt auch sehr bilderreich und sie spielt mit Sprache. Es gibt hier einige Wort- und Sprachspielereien, die bestimmte Dinge auf ihre ganz eigene Weise verdeutlichen. Roy nutzt sie zum Beispiel, um zu verdichten, zu intensivieren, aber auch um Gedanken oder die Fantasie anzuregen. Das muss man auf jeden Fall mögen. Das wird sicherlich nicht jedem gefallen, dieser Stil. Ich persönlich fand das sehr schön. Wenn man sich für eine solche Geschichte interessiert und auch mit dem Stil und der Struktur von Roy zurechtkommt, dann kann ich dieses Buch empfehlen. Ich fand es sehr gut. Danach habe ich gelesen Das zweitbeste Leben von Tayari Jones. Es geht hier um James Witherspoon. Er hat zwei Familien. Das heißt, er ist mit zwei Frauen verheiratet. Und mit jeder Frau hat er eine Tochter. Die eine Familie ist seine offizielle Familie, bei der er lebt, von der auch jeder weiß. Die andere Familie ist seine geheime Familie, die er einmal die Woche besuchen geht, von der aber niemand etwas wissen darf, seine offizielle Familie eingeschlossen. Die geheime Familie aber weiß um James andere Familie. Soweit, so vertragt. Erzählt wird uns diese Geschichte aus den Perspektiven der zwei Töchter. Beide sind gleich alt, Teenager, und wachsen in den 80ern in Atlanta auf. Die erste Hälfte des Buches wird aus Danas Perspektive erzählt. Das ist die geheime Tochter. Und so erfahren wir, wie es sich für sie anfühlt in dieser familiären Situation. Mit einem Vater, der sie außerhalb ihrer eigenen vier Wände verleugnet. Und natürlich ist auch sie selbst gezwungen, so zu tun, als habe sie keinen Vater. Sie muss aber auch in vielerlei anderer Hinsicht zurückstecken. Die zweite Hälfte des Buches wird erzählt aus der Perspektive von Jovis, die zwar nichts von Dana weiß, aber ihre ganz eigenen Probleme hat. Als dann aber irgendwann diese zwei Mädchen sich doch begegnen und kennenlernen und anfangen, sich anzufreunden, wird es, milder ausgedrückt, etwas kompliziert, da ja nur eine von beiden weiß, dass sie eigentlich Schwestern sind. Romane über Bigamie gibt es ja eher selten, aber ich fand es richtig, richtig gut, was Tayari Jones hier daraus gemacht hat und wie insbesondere, nämlich, dass sie die Geschichte von den zwei Töchtern erzählen lässt, statt von den Erwachsenen. Und beide Perspektiven hier sind gleich wichtig, um ein
wirklich klares Gesamtbild zu bekommen in Bezug auf die Gegenwart, aber auch auf die Vergangenheit. Wir bekommen hier Einsichten und ein sehr gutes Verständnis für beide Figuren und für beide Seiten. Dadurch wird die Komplexität der gesamten Situation so viel deutlicher. Obwohl wir uns, oder zumindest die meisten, einig sein dürften in unserer Meinung über Bigamie, Tayari Jones schafft es hier nichts und niemanden als eindeutig gut oder eindeutig schlecht darzustellen. Die Beweggründe und Motive aller Figuren in diesem Buch sind verständlich, egal ob man sie nun gut heißt oder nicht, aber es ist eben einfach nicht nur schwarz oder weiß. Und neben all den anderen Stärken dieses Buches, finde ich, ist das die größte. Ein wirklich sehr, sehr gutes Buch, wie ich finde, auch schön geschrieben, das ich wirklich nur empfehlen kann. Danach habe ich beendet Die Unschuldigen von Michael Crummy. Das Ganze spielt in Kanada etwa im Jahr 1800 und es geht um eine Familie. Sie lebt unter sehr einfachen Bedingungen in der Wildnis. Weit und breit ist nichts und niemand. Sie leben hauptsächlich von der Fischerei. Den Fang tauscht der Vater auf einem Schiff gegen Dinge ein, die sie selbst nicht herstellen können. Dieses Schiff taucht einmal im Jahr auf und nur der Vater führt die Geschäfte dort. Die Kinder haben die Seeleute nie gesehen, generell auch keine anderen Menschen. Sie waren auch noch nie in einem Dorf. Kurzum, sie leben oder sie wachsen in völliger Abgeschiedenheit auf. Die Kinder, Ada und Arid, sind 9 und 11 Jahre alt, als ihre Eltern sterben. Das heißt, von nun an sind sie komplett auf sich selbst gestellt. Sie kennen auch nur das Leben ihrer Eltern und alles, was sie bis dahin nicht gelernt hatten, müssen sie von nun an sich selbst beibringen. In jeder Hinsicht aber sind sie völlig abhängig von der Natur und auch vom Wetter. Bei der Fischerei, bei der Jagd, bei der Ernte. Es herrscht dort auch ein raues und kaltes Klima. Sie müssen also die Hütte instand halten, für Wärme sorgen und so weiter. Es ist ein kräftezehrendes und hartes Leben. Und all die Sorgen und Schwierigkeiten und die Nahrungsnot wird hier sehr gut und detailliert beschrieben. Mit der Zeit verändert sich aber auch das Verhältnis der Geschwister zueinander. Erst recht, als sie in die Pubertät kommen. Sie wurden nie aufgeklärt, sind unwissend und aufgrund all dieser neuen Empfindungen sind sie oft auch verunsichert und verwirrt. Zum einen. Zum anderen leben sie ja in keinem sozialen Umfeld und so wissen sie manchmal auch nicht, wohin sie all diese neuen Empfindungen konzentrieren sollen. Das macht das Zusammenleben natürlich nicht leichter. In jedem Fall aber ist es interessant zu sehen, wie sich diese Geschwisterbeziehung entwickelt. Obwohl es ehrlich gesagt später dann auch einige Stellen gab, die ich mit einigem Unbehagen gelesen habe. Es ist ein intensives Buch über einen harten Überlebenskampf in der Wildnis von zwei recht unerfahrenen heranwachsenden Kindern und über das Verhältnis der beiden zueinander, das auch immer stärker auf die Probe gestellt wird. Es ist dennoch sehr ruhig geschrieben. Crummy dramatisiert hier überhaupt nichts. Dennoch ist es aber auch sehr düster und beklemmend, weil Crummy zwar sehr unaufgeregt erzählt, aber dafür umso eindrücklicher. Sehr lohnend, wenn man sich auf eine solche Geschichte einlassen mag. Dann kann ich es wirklich empfehlen, gefiel mir gut. Danach habe ich Aufstieg und Fall großer Mächte gelesen von Tom Rackman, allerdings schätzungsweise etwa ein Drittel auf Deutsch. Und dann fiel mir die englische Ausgabe in die Hände und ich habe festgestellt, dass bei der Übersetzung einige Nuancen, insbesondere der Humor, nicht ganz rüberkommen. Und so habe ich dann den Rest auf Englisch weitergelesen. Auf jeden Fall geht es hier um Tuli. Sie ist Mitte 30 und hat ein Antiquariat in Wales, das aber nicht sehr viel einbringt. Eines Tages dann bekommt sie eine E-Mail von ihrem Ex-Freund aus den USA. Er teilt ihr mit, dass es ihrem Vater schlecht gehe. Tuli reist sofort in die USA, weiß aber nicht, wen genau ihr Ex mit Vater meint. In diesem Buch gibt es sehr viele Zeitsprünge, die Tulis Vergangenheit beleuchten. Und so erfahren wir, dass sie als Kind mit Paul lebte. Gemeinsam zogen die zwei wegen Pauls Beruf häufig von Land zu Land.
Dann irgendwann tauchte Sarah in ihrem Leben auf, eine sehr flatterhafte und unzuverlässige Frau, bei der sie dann aber auch bleibt. Besser gesagt eher bei Humphrey, der sich statt Sarah um Tully kümmert. Ein liebenswürdiger alter Russe und ein ziemlicher Eigenbrötler. Und dann gab es noch Van, einen eher ungewöhnlichen Mann, der immer nur aufgetaucht ist, wenn es ihm passte. Er aber hatte sehr, sehr großen Einfluss auf Tully. Je mehr man liest, umso mehr Fragen stellen sich. Warum wurde Tully so oft entwurzelt, musste von Ort zu Ort ziehen mit wechselnden Bezugspersonen? Und wer sind all diese Erwachsenen eigentlich, mit denen Tully zwar gelebt hat, die sie aber doch irgendwie nicht richtig kennt? Dieses Rätsel zieht sich durch die gesamte Geschichte, insbesondere da Tully auch seit dieser E-Mail anfängt, sich näher mit ihrer Vergangenheit zu beschäftigen. Warum erst mit 30, weiß ich zwar nicht, aber das sorgt auf jeden Fall für Spannung. Und die Offenbarung letztlich ist tragisch. Es ist eine abenteuerliche Geschichte. Ich fand es spannend, ich habe es sehr gerne gelesen. Die Charaktere wurden ganz gut gezeichnet, wenn auch manchmal etwas stereotypisch, was ich aber nicht weiter schlimm fand. Aber Tully, gerade sie als Figur, blieb mir doch recht fremd. Um es an dieser Stelle möglichst kurz zu fassen, wir erfahren, was Tully erlebt, auch wie sie reagiert, aber ihre Insicht, ihre Reflexionen und oft auch ihre Gefühle bleiben eher im Dunkeln. Gerade auch am Ende, als sie all diese schmerzhaften Offenbarungen erfährt, das muss doch irgendetwas in ihr auslösen. Es wäre für mich ein wunderbares Buch, wenn uns das nicht vorenthalten worden wäre. Es gibt hier gute Ideen, es ist sehr unterhaltsam, es ist spannend, es mangelt hier auch nicht an Humor. Und es ist eine Geschichte, die im Grunde sehr interessante Gedanken andeutet. Wie sehr definieren wir uns und unser Leben selbst? Sind diese Annahmen richtig? Aber der Autor holt da leider nicht mehr raus. Und das hat mich ein wenig enttäuscht. Und das lässt mich jetzt natürlich auch etwas zwiespältig zurück. Ich würde gerne wissen, ob es anderen auch so geht. Falls ihr dieses Buch gelesen habt, lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Es würde mich wirklich tierisch interessieren. Also, zwiegespalten. Dann habe ich Was für immer mir gehört von Maya Angelou gelesen. Das ist der zweite Teil ihrer autobiografischen Reihe. Über dieses Buch hatte ich im Video 3 Empfehlungen Autobiografien schon ausführlicher gesprochen. Das Video verlinke ich euch selbstverständlich unten in der Infobox und wenn ich dran denke, auch am Ende dieses Videos. Ihr könnt dort gerne vorbeischauen, wenn ihr mehr über dieses Buch erfahren möchtet, denn ich werde mich an dieser Stelle kurz fassen und nur sagen, dass Maya Angelou hier über ihr Leben vom 17. bis zum 19. Lebensjahr schreibt und was sie in diesen 2 Jahren alles erlebt hat, ist wirklich kaum zu fassen. Von Hochgefühlen bis zu Tiefpunkten, alles dabei. Also es ist wirklich unfassbar, welche Erfahrungen sie in diesen 2 jungen Jahren gesammelt hat, beim Versuch, auf eigenen Füßen zu stehen und ihr Leben eigenständig auf die Reihe zu bekommen. Wirklich faszinierend. Ein Buch, das mich bewegt hat und auch nachdenklich gemacht hat und beides in vielerlei Hinsicht. Wirklich, wirklich faszinierend. Ein Buch, das ich absolut empfehlen kann. Wenn man den ersten Teil schon mochte, wird man von diesem zweiten Teil gewiss nicht enttäuscht werden. Dann habe ich auf Empfehlung meines Buchhändlers vor langer Zeit Alles ist möglich von Elizabeth Stroud gelesen. Das Ganze spielt in einer Kleinstadt. Es geht hier um sehr viele Figuren, die dort leben oder lebten. Und alle Figuren hängen auf die eine oder andere Weise zusammen, sind zumindest miteinander bekannt. Und so erfahren wir, was über wie die Figuren jeweils wahrgenommen werden, was über sie gesagt wird, wie ihre Taten und Entscheidungen gesehen werden. Und mit der Zeit lesen wir natürlich auch, was davon alles stimmt und was nicht. Ich könnte jetzt über einige Figuren in diesem Buch etwas sagen, aber so habe ich es zumindest gelesen. Im Grunde geht es der Autorin darum, zu zeigen, wie Menschen sind, also wirklich die Natur des Menschen darzulegen. Und in jeder Figur steckt der Wunsch oder die Sehnsucht von der Familie, vom Partner oder von Freunden, geliebt zu werden, gesehen und verstanden zu werden als die Person, die sie sind, mit allen Stärken und Schwächen. Und entsprechend erhalten wir hier Einblicke in ganz, ganz unterschiedliche Typen,
mit ihren ganz eigenen Schwierigkeiten und ihrem ganz individuellen Umgang damit. Ein wunderbar buntes Potpourri an allen möglichen Typen. Und wie gesagt, alle haben im Kern eigentlich den Wunsch nach Zugehörigkeit. Elizabeth Stroud erzählt hier über alles nur allzu menschliche, die Welt sozusagen durch diese Kleinstadt und das wirklich unfassbar gut. Auch wenn man das Gefühl haben könnte, dass einem das alles bekannt ist, sie besitzt ein Talent, über all das auf eine Art und Weise zu erzählen, ohne dass man den Eindruck bekommt, na, kenne ich schon alles, habe ich schon zigmal drüber gelesen oder so etwas. Und das fand ich wirklich sehr, sehr faszinierend. Das hat mich immer mehr erreicht und mich auch immer nachdenklicher gemacht, womit ich ehrlich gesagt anfangs gar nicht gerechnet hatte. Ich hatte zwar mit keiner unbedingt oberflächlichen, aber wirklich guten Unterhaltung gerechnet, was es auch ist, aber es bietet eben auch eine wirklich wunderbare Tiefe über das Essentielle. Und davon war ich sehr positiv überrascht. Ich hatte das in dem Maße nicht erwartet. Und es gefiel mir einfach wirklich unfassbar gut. Das nächste Buch ist Die Untersuchung von Philippe Claudel. Ein Ermittler soll hier die vielen Selbstmorde von Angestellten eines riesigen Unternehmens aufklären. Kaum ist der Ermittler in der Stadt angekommen, wo sich dieses Unternehmen befindet, wirkt schon sehr vieles sonderbar und es wird alles nur noch sonderbarer. Es ist kein einziger Mensch auf den Straßen, alles ist still und dunkel, er findet sein Hotel nicht, es regnet, es schneit, er wandert durch die Straßen, wird immer orientierungsloser, bis er dann endlich absolut erschöpft ein Hotel findet. Es ist kein gewöhnliches Hotel, besser gesagt, auch dort ist manches sehr seltsam, aber das ist dem Ermittler total egal, er will einfach nur ein Bett und sich ausruhen. Am nächsten Tag setzen sich all diese Absonderlichkeiten fort, auch im Unternehmen, als er es dann endlich schafft, dort anzukommen. Die Menschen dort sind komisch, es ereignen sich lauter absurde Dinge und deswegen kommt der Ermittler auch keinen einzigen Schritt voran mit seiner Arbeit, null. Wohin man ihn verweist, die Informationen, die man ihm gibt, alles ist nicht nur nutzlos, sondern auch wirklich sinnlos. Der Ermittler wirkt zunehmend all diesen Dingen einfach ausgeliefert. Am Anfang ist das alles lustig, dann wird es beklemmend und dann auch wirklich unheimlich. Und natürlich wirkt sich alles, was der Ermittler hier erleben muss, auch auf ihn aus. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man sich auch als Leser fragt, wie er das überhaupt alles aushalten kann, ohne zu zweifeln, zu verzweifeln oder Schlimmeres. Das Ganze ist eine Parabel. Es geht hier um die Entfremdung des Menschen in einer solchen wirtschaftlich-gesellschaftlichen Maschinerie. Ein System, das nur funktioniert, wenn alle machen, was von ihnen erwartet wird, als Teil der Masse in diesem Räderwerk, dessen Sinn, Grund und Nutzen von Anfang bis Ende undurchschaubar sind und worin der Mensch als Individuum verloren geht. Das war ein langer Satz. Ich fand dieses Buch wirklich sehr, sehr gut. Man steckt mittendrin, man fühlt mit dem Ermittler mit und versteht genauso wenig wie er. Und das macht auch immer nachdenklicher. Es ist bedrückend, es ist beklemmend, aber Claudel verliert hier auch zu keinem Zeitpunkt den Humor, was mir auch sehr gut gefiel. Einzig das Ende, muss ich sagen, hat mich nicht vollkommen, aber schon auch etwas doch enttäuscht. Ich finde, es passte nicht so wirklich zu allem, was vorangegangen war. Trotz des Endes, das mir nicht so gut gefiel, unterm Strich ein wirklich gutes Buch. Nicht wundern, es ist der nächste Tag. Ich habe beim Bearbeiten des Videos festgestellt, dass Bild und Ton gegen Ende komplett verzerrt waren. Deswegen hole ich jetzt das Ende nach. Es geht weiter mit Lolly Willows von Sylvia Townsend Warner, erschien erstmals 1926. Lolly ist 28 Jahre alt, unverheiratet, lebt glücklich mit ihrem Vater, bis er stirbt. Nach seinem Tod wird für Lolly entschieden, dass sie zu einem ihrer Brüder und seiner Familie nach London ziehen soll. Dort führt sie aber ein sehr eintöniges Leben und mit den Jahren bemerkt sie immer stärker, wie unzufrieden sie ist. Und deswegen trifft sie dann im Alter von 47 Jahren einen Entschluss. Sie möchte wegziehen. Und zwar in ein kleines abgelegenes Dorf namens Great Mob. Die Familie ist dagegen, aber Lolly setzt sich durch. Dieser Umzug ist Lollys Befreiungsakt. Ihr Schritt in ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben.
Und Lolly ist auch sehr glücklich in Great Mob. Dort ahnt sie aber auch, dass irgendetwas in ihr schlummert, was sie bisher nicht richtig wahrgenommen hat. Sie glaubt, sie könnte eine Hexe sein. Als sie dann später dem Teufel begegnet und mit ihm auch noch einen Pakt eingeht, ist es für Lolly die Bestätigung, sie ist eine Hexe. Dieses Buch ist eine Emanzipationsgeschichte, eine alte Jungfer, die sich befreit, nachdem sie jahrzehntelang ihre eigenen Wünsche und ihre Persönlichkeit für die Familie zurückgestellt hat. Was mir sehr gut gefiel an diesem Buch war, wie Warner Lollys Veränderungen schildert. Ihre Emanzipation, ihre Einsichten und ihre Befreiung ereignen sich nicht schlagartig und auch nicht als stetig gerade aufsteigende Linie, sondern peu à peu und auch sehr schwankend. Und dieser Prozess steht in dieser Geschichte auch im Vordergrund. Lollys Veränderungen und ihre Verarbeitung. Wie genau und wie treffend und nachvollziehbar das alles geschildert wird, das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und auch das Ende fand ich richtig, richtig stark. Es ist also keine abenteuerlich-fantastische Geschichte über Hexerei und den Teufel, wo wirklich ein Abenteuer das nächste jagt. Natürlich ereignet sich hier auch einiges. Aber diese Ereignisse sorgen eben auch für den inneren Wandel Lollys. Wenn man also eine Befreiungs- oder Emanzipationsgeschichte lesen möchte, mit all den inneren Vorgängen, die hier wirklich sehr lebhaft und intensiv beleuchtet werden, dann kann ich dieses Buch nur empfehlen. Im Übrigen finde ich persönlich, dass diese Geschichte sich auch nicht nur auf die Emanzipation einer Frau Anfang des 20. Jahrhunderts bezieht, sondern genauso sehr auch auf verschiedene andere Abnabelungen übertragbar ist. Und das gefällt mir auch sehr gut. Und damit kommen wir zum letzten Buch. Ich habe im August noch Der englische Sommer von Carmen Riera gelesen. Über dieses Buch möchte ich gerne im nächsten Video ausführlicher sprechen, deswegen fasse ich mich an dieser Stelle sehr kurz. Es ist eine unheimliche und schaurige Geschichte, aber nicht, weil irgendetwas Blutrünstiges passiert oder weil übernatürliche Dinge geschehen, sondern weil man nicht genau weiß, wie sehr man sich auf die Erzählerin hier verlassen kann. Und es passieren schon auch ein paar sonderbare Dinge, aber man zweifelt eben auch an den Figuren. So viel dazu. Wie gesagt, im nächsten Video gibt es mehr dazu, darüber. Und das war's. Das war mein Lesemonat August. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Gedanken und Meinungen in den Kommentaren da lasst, wir uns dort ein bisschen austauschen können. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen und wünsche euch bis zum nächsten Video wunderbare Lesestunden. Macht's gut.